bin ich ja wieder bei meinen Krabbeltierchen hier. Na klar, das ist schon mal radikal. Ja, das ist so, da ist irgendwie tatsächlich auch noch ein bisschen schwierig. Das kann doch nicht gesund sein, das Zeug hier. Gegenüber den Käfer hier. Also als Fleischalternative. Haben wir auch mal aufgelistet, pro 100 Gramm. Am coolsten wäre, wenn du jetzt hingehst und ein Edding nimmst und dann machst du da eine 70 Gramm. Oder wo müssen wir anrufen, dass sie das machen? Und ja, halt wir nehmen es auf jeden Fall mit. Wir nehmen es auf jeden Fall mit. Ja, ich meine, was Wasser und Blatt und Nahrung. Wir nehmen es mit und geben es mal weiter. Ja, Zulassung ist halt aber das ist ein medizinischer Teampanzer, das ist doch nicht so gesund, der Teampanzer. Das ist auch selber züchten in dem Panzer von diesen Viechern hier. Ich bin doch nicht umgefallen. Ist jetzt auch so, aber ich würde es nicht essen, ehrlich gesagt. Irgendwann müssen wir noch Rohwürmer fressen. So gesund wird es nicht sein. Also man kann die als genauso verarbeiten und. Dass sie für die Ernährung gut sind. Man kann die ganzen Sachen auch, wie gesagt, in Pulver verwenden. Ich bin nicht bereit, solche Produkte zu essen. Auf der anderen Seite. Aber die wird ja schon überall halt beigemischte Zeug. Selber. Aber ob das so gesund ist? Werden wahrscheinlich gezüchtet, also nicht das in der freien Wildbahn. Es keine Nachweise davon. Und werden dann quasi. Also ich finde die schon eklig. Erst abgetötet. Appetitlich sehen sie nicht aus. Das schmecken besser als sie aussehen. Nicht industrialisiert, sondern das ist schon irgendwo in der Hand der Landwirte. Das erstmal sein hier. Oh, dass du Schweinestall baust zum Insektenhotel, halt was auch immer, Insektenstall, okay. Aber wenn das dann nur noch irgendwo im Labor hier geschickt wird, voll. Haben wir hier. Ein Kilo Grill von 15 Quadratmetern ungefähr. Wie kommt der auf den Wert hier? Sieht man ja nur alle da. Am Viecher. Von dem haben wir die Werte. Ja, am Tierchen. Die Werte, wie gesagt, da verweise ich hier auf die Quellen an der Seite. So, was tut mir hier? Wie viel Speicher haben Sie denn auf dem Handy, wenn Sie alles filmen? Ich hab Speicher, jetzt schmeiß ich auch wieder runter. Also. Unendlich. Okay. Jetzt gibt's Verkostung hier. Jetzt gibt es Blick auf Verkostung hier. Von den Würmerchen hier. Ich glaube, das schmeckt noch nicht satt. Na gut, noch nicht satt. Da isst man eben ein bisschen getrocknete Würmerchen hier.